Hallo Leute, willkommen bei Cinemation. Heute besprechen wir Die Geliebte, einen französischen Film aus dem Jahr 1992. Dieser Film zeigt, wie sich ein chinesischer Geschäftsmann, 32 Jahre alt, in ein 15-jähriges Mädchen verliebt. Die kontroverse Handlung und die zahlreichen Szenen für Erwachsene in diesem Film führten dazu, dass er in vielen Ländern verboten wurde. Vorsicht vor Spoilern! Der Film beginnt mit einer Fähre, die zu ihrem Zielort fährt. Jane, die Hauptfigur des Films, ist eine der Personen an Bord der Fähre. Jane ist eine französische Schülerin im Alter von 15 Jahren aus einem abgelegenen vietnamesischen Dorf. Ihre Mutter ist Lehrerin in dem Dorf und sie hat zwei Geschwister. Pierre, ihr älterer Bruder, ist der Tyrann im Haus. Er ist der Chef im Haus und hat seinen jüngeren Bruder unter Kontrolle. Paul ist das genaue Gegenteil von Pierre. Er lässt sich leicht von Gleichaltrigen einschüchtern und hat Angst vor ihm. Jane ist Schülerin in einem Schulwohnheim in Saigon und kam nach Saigon, um die Ferien zu verbringen. Pierre ist ein Problem und Jane ist nicht glücklich. Er schikaniert Paul, was ihr nicht gefällt, und sie schreit ihn an. Janes Mutter sieht Pierres unhöfliches Verhalten und sagt nichts. Jane behauptet, dass sie nur Pierre liebt und sich nicht viel um Paul und ihre Kinder kümmert. Jane weiß, dass ihre Mutter lügt und sagt, dass sie sie alle gleichermaßen liebt. Jane leitet die Dorfschule, aber ihre Familie hat finanziell zu kämpfen. Pierre, der älteste Mann im Haus, tut nichts. Stattdessen stiehlt er das Geld seiner Mutter und verwendet es, um Opium zu kaufen. Jane kehrt heute nach Saigon zurück, da es ihr letzter Urlaubstag war. Ihre Mutter gibt ihr ein Geschenk und verabschiedet sich von ihr. Sie erreicht die Fähre und wartet, bis sie abfährt. Die Fähre wird von einem Fahrzeug eines wohlhabenden Mannes angefahren. Jane wird von dem Besitzer seines Wagens gesehen. Er ist von Janes Schönheit beeindruckt und beschließt, sie sich genauer anzusehen. Tony ist ein wohlhabender chinesischer Mann. Er kommt auf Jane zu und geht auf sie zu. Er bietet Jane eine Zigarette an. Es ist klar, dass er nicht glaubt, dass Jane minderjährig ist. Jane lehnt Tonys erstes Angebot dankend ab. Tony versucht, ein Gespräch mit Jane zu führen, aber Jane reagiert nicht darauf. Jane antwortet auf seine Komplimente über Janes Schönheit. Tony sagt Jane dann, dass er sie in einem Auto seiner Wahl nach Saigon mitnehmen wird, wenn sie einverstanden ist. Jane willigt ein. Tony bringt sie zur Fähre. Jane ist von Tonys Reichtum fasziniert und bemerkt seinen Ring im Auto. Tony fragt Jane nach ihrem Alter. Jane, obwohl sie erst 15 Jahre alt ist, lügt Tony über ihr Alter an. Sie sagt Tony, sie sei 17. Tony antwortet, er sei 32. Jane teilt Tony mit, dass sie eine Schülerin an einer Schule in Saigon ist, aber in einem Wohnheim lebt. Tony teilt mit Jane seine Familie. Seine Mutter ist vor 10 Jahren verstorben. Seitdem hat Tony das Haus nicht mehr verlassen. Sein Vater führt das Geschäft von seinem Bett aus. Tony behauptet, dass er nicht versteht, wie sein Vater so leidenschaftlich für seine Mutter sein kann. Tony versucht, sie beim Gehen zu berühren. Jane kann ihn davon abhalten, ihren Finger sanft mit dem seinen zu berühren. Langsam halten sie sich an den Händen. Schließlich kommen sie in Saigon an und Tonys Fahrer lässt sie gehen. Jane verabschiedet sich von ihm und geht in ihre Herberge. Die Herberge. Sie erzählt ihrer Freundin, dass Tony sie nach Saigon gefahren hat. Aber sie will nicht alles verraten. Jane sieht Tonys Auto auf dem Weg zur Schule und begreift, dass Tony für sie da war. Jane geht auf das Auto zu und küsst Tony durch das Fenster. Jane betritt schnell die Schule. Jean verlässt ihre Schule und macht sich auf die Suche nach Tony, kann ihn aber nicht finden. Eines Tages taucht Tony in unserem Wohnheim auf. Jane bereitet sich vor und fährt dann mit seinem Auto weg. Sie sehen sich an, aber sie sprechen kein Wort miteinander. Tony nimmt sie mit zu einem Haus, wo er ihr erzählt, dass er dieses Haus von seinem Vater bekommen hat. Tony erzählt Jane, dass reiche chinesische Männer dieses Haus benutzten, um Mätressen zu haben. Tony teilt Jane mit, dass er eine Beziehung mit ihr haben möchte, aber Angst hat, sich in sie zu verlieben. Tony wird nervös und schlägt vor, dass sie gehen. Jane besteht darauf, dass sie gerne seine Geliebte sein möchte. Tony beginnt eine Affäre mit Jane, obwohl er ihr wahres Alter nicht kennt. Tony kann dann nach Janes Geschichte über ihren Wunsch, Schriftstellerin zu werden, hören. Sie erzählt Tony von ihrem Wunsch, über ihre Familie zu schreiben. Sie erzählt ihm auch, dass ihre Familie seit dem Tod ihres Vaters in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Tony fragt Jane, ob sie dort war, um ihm zu helfen. Jane antwortet, sie sei mit ihm gegangen, weil sie ihn mochte.
Tony führt Jane zum Abendessen in ein nobles Restaurant aus. Jane scheint sehr glücklich zu sein, dort zu sein. Tony holt seine Brieftasche heraus, um die Rechnung zu bezahlen. Jane kann ihm ein wenig helfen, indem sie ein paar Scheine hineinlegt. Tony lächelt Jane an, als er in Janes Gesicht schaut. Jane erklärt ihm, dass ihre Mutter glaubt, dass es für sie unmöglich ist, einen Ehemann zu finden, sobald sie ihre Jungfräulichkeit verloren hat. Tony erwidert, dass sein Vater ihm nicht erlauben würde, eine andere als eine chinesische Frau zu heiraten. Jane lacht darüber und sagt, dass sie chinesische Männer mag. Jane erinnert sich an Tonys Worte in jener Nacht und weint. Das war das Ende dieses Tages. Tony holte Jane während ihres Urlaubs immer ab und nahm sie mit in Tonys Junggesellenhaus. Ihre Intimität wuchs mit jedem Besuch. Eines Abends erzählt Tony Jane, dass sein Vater wollte, dass er die Tochter eines wohlhabenden chinesischen Geschäftsmannes heiratet. Jane fragt ihn nach seinem Wissen über diese Frau. Tony sagt, er kenne sie nicht. Jane scheint zu glauben, dass dies kein Problem ist. Tony und Jane wissen beide, dass sie nicht ewig zusammen sein werden. Sie versuchen, die Sache nicht ernst zu nehmen. Sie konzentrieren sich nur auf ihre körperliche Beziehung. Jane fährt in den Urlaub und kehrt mit dem Auto von Tony nach Hause zurück. Ihre Mutter fragt Jane nach der Person, die sie vor ihrem Haus abgesetzt hat. Jane sagt, es sei ein reicher Freund gewesen, den sie nicht einmal kennt. Janes Mutter zeigt Jane daraufhin einen Brief aus ihrer Jugendherberge. Darin steht, dass Jane viele Nächte außerhalb des Wohnheims verbracht hat. Jane sagt nichts, Pierre beschimpft Jane, ermutigt ihre Mutter, sie zu schlagen und geht dann. Am Ende ihres Urlaubs kehrt sie nach Hause zurück. Jane nimmt ihre Familie mit, um Tony zu treffen. Tony ist ihnen gegenüber respektvoll, aber sie scheinen kein Interesse an ihm zu haben. Tony beginnt, ihnen von ihm zu erzählen, aber sie sind alle auf ihr Essen konzentriert. Jane ist sich dessen bewusst, sagt oder tut aber nichts dagegen, weil sie nicht will, dass ihre Familie von ihren Gefühlen für Tony erfährt. Sie möchte, dass ihre Familie denkt, Tony sei ein reicher Freund und nicht jemand, mit dem sie geschlafen oder den sie geliebt hat. Nach dem Essen holt Tony seine Brieftasche heraus, um die Rechnung zu bezahlen. Janes Mutter ist schockiert über die Summe, die Tony hat. Sie verlassen das Restaurant, um an einen anderen Ort zu gehen. Pierre gerät in einen Streit mit Tony, aber Tony behält die Fassung und setzt sich hin. Jane ist von dem Verhalten ihrer Familie gegenüber Tony nicht betroffen. Jane fängt sogar an, mit Paul zu tanzen, und Tony vergießt fast eine Träne über dessen Gleichgültigkeit. Ihm wird klar, dass Jane die einzige in Janes Familie war, die ihn wegen seines Reichtums kennengelernt hat. Er glaubt, dass Jane auch deshalb mit ihm zusammen war, weil er wohlhabend war. Später am Abend nimmt Tony Jane mit in seine Junggesellenbude. Jane ist ängstlich, weil Tony ihre Familie so behandelt hat. Tony geht auf Jane zu und ohrfeigt sie. Er glaubt, dass Jane mit Tony geschlafen hat, nicht weil sie ihn liebte, sondern weil er sein Geld wollte. Tony beginnt, sich auszuziehen, und Jane lebt in Frieden. Diese Nacht war anders als alle ihre vorherigen. Jane tut so, als würde sie Tony nicht mögen und bittet um Geld. Tony holt etwas Geld aus seiner Brieftasche und wirft es weg. Er scheint von allem genervt zu sein. Jane nimmt das Geld an und gibt es ihrer Mutter zurück. Janes Mutter spricht mit der Herbergsleiterin und bittet sie um die Erlaubnis, Jane jederzeit gehen zu lassen. Janes Mutter hat es getan, um Tony mehr Geld zu verschaffen. Jane glaubt, Tony sei ein reicher Freund. Jane schläft mit ihr, aber sie weiß es nicht. Doch schon bald erfährt die ganze Schule von Jane und Tony. Sie ist eine Ausgestoßene. Tony fährt zum Haus seines Vaters, um seine Ehe zu besprechen. Jean erhält den Ring von seiner Mutter, bevor er abreist. Er hat trotz aller Umstände noch immer etwas für sie empfunden. Tony sagt seinem Vater, dass er nicht das Mädchen heiraten will, das sein Vater geplant hatte. Jane ist seine Liebe. Sein Vater ist mit dieser Idee nicht einverstanden. Er sagt ihm, dass er das Mädchen heiraten muss, das er arrangiert hat. Tony erzählt Jane alles. Er sagt Jane, dass er sie liebt, aber auch, dass er sich nicht gegen seinen Vater stellen kann. Sein Vater ist nichts ohne ihn. Tony steckt in einer Zwickmühle. Tony weiß nicht, wohin er sich wenden soll. Tony erfährt von Jane, dass Jane Tony nicht liebt. Er soll die Frau heiraten, die sein Vater will. Tony ist traurig, Janes Geschichte zu hören. Jane nimmt Tony mit zum Familienanwesen. Tony erfährt von ihr, dass ihr Vater gestorben ist und ihre Mutter von Landverkäufern betrogen wurde. Dann wurde ihr Hochwasserland verkauft. So sind sie arm geworden.
Jane sitzt da und denkt über den Schmerz nach, den ihre Mutter erlebt haben mag. Tony empfindet dasselbe Gefühl, aber sie sind getrennt. Tony bittet Jane zu erklären, dass sie nur wegen seines Geldes mit Tony geschlafen hat. Tony bittet Jane, genau die Worte zu wiederholen, die er möchte. Tony bittet Jane, diese Worte zu wiederholen, damit es leichter wird, sie zu vergessen. Jane versucht, sich ihm zu nähern. Tony unterbricht Jane und sagt ihr, dass er es bedauere, Jane nicht mitnehmen zu können. Er sagt, er wolle nicht mehr mit Jane zusammen sein, weil Jane ihn nicht geliebt habe. Jane fährt am nächsten Tag in Tonys Auto zu Tonys Haus, damit ihre Mutter und ihre Brüder den Ring sehen können, den Tony ihr geschenkt hat. Sie erkundigen sich, warum Tony ihr ein so teures Geschenk gemacht hat. Pierre behauptet, dass Jane wahrscheinlich mit Tony geschlafen hat und Tony ihr deshalb diesen teuren Ring geschenkt hat. Um ihren Verdacht zu vermeiden. Jane wirft den Ring weg und behauptet, es sei ihr egal. Aber Pierre glaubt ihr überhaupt nicht. Er fängt an, sie mit den Fäusten zu schlagen und ohrfeigt sie. Paul kann alles hören, aber er kann nichts tun. Nachdem er Pierre gesehen hat, wird er gewalttätig. Seine Mutter schickt Pierre zurück nach Frankreich, um für ihre beiden anderen Kinder zu kämpfen. Sie ist untröstlich, ihn gehen zu sehen, da sie ihn so sehr geliebt hat. Jane kehrt ein paar Monate später in Tonys Junggesellenwohnung zurück und findet ihn völlig verändert vor. Er war tot und hat den ganzen Tag geraucht. Jane fragt ihn, wann er denn geheiratet habe. Tony antwortet, dass es nur wenige Tage später war. Jane konnte die Vereinigung von Tony und Jane miterleben, als sie stattfand. Tony sieht Jane an, wendet aber schnell den Kopf ab. Jane ist traurig, Tony und seine Frau gehen zu sehen. Jane kehrt in ihr Haus zurück. Ihre Familie bereitet sich darauf vor, Vietnam zu verlassen. Ihre Mutter sagt, dass Tony Pires Schulden in Vietnam bezahlt hat und auch für ihre Rückkehr nach Frankreich aufgekommen ist. Bevor sie nach Frankreich ging. Jane kehrt zu Tonys Junggesellenbude zurück und wartet auf ihn. Sie hofft, dass Tony endlich zu ihr kommt und sie besucht. Nachdem sie stundenlang gewartet hat, taucht Tony nicht auf. Sie verlässt ihr Haus und sieht Tony nicht wieder. Jane reist aus Vietnam ab. Tonys Auto steht da, als sie es sieht, genau wie bei ihrer ersten Begegnung. Tony ist für sie unsichtbar, aber sie ist sich bewusst, dass er sie beobachtet und sie ihm folgt. Sie verliert ihre Fähigkeit, Tonys Auto zu sehen, als das Schiff abzutreiben beginnt. Jahre vergehen. Eines Tages erhält Jane einen Anruf von Tony. Tony ruft Jane an und sagt ihr, dass er sie trotz der vielen Jahre, die seit ihrer Trennung vergangen sind, immer noch liebt und immer für sie da sein wird. Vielen Dank fürs Anschauen. Bitte mag dieses Video und abonniere den Kanal, um weitere Filmzusammenfassungen zu erhalten. Kommentieren Sie unten, um uns mitzuteilen, was Sie über diesen Film denken.